Hi, ich bin Tobias und ich zeige euch heute, wie man aus einem feinen Metallpulver komplexe Bauteile herstellt. Im Anlegen meiner Schutzausrüstung bereite ich die Maschine für die Fertigung vor. Im oberen Bereich der Anlage wird die Maschine mit dem Metallpulver befüllt. Dieses wurde vorab gesiebt, analysiert und final getrocknet. Für den schichtweisen Aufbau der Bauteile benötigen wir noch eine für den Prozess vorbereitete Grundplatte. Jetzt spiele ich die Fertigungsdateien auf die Maschine. Das heißt, wir können mit dem Prozess beginnen. Die Herstellung der Bauteile erfolgt in drei Schritten: dem Absenken der Grundplatte, dem Ablegen einer dünnen Pulverschicht und dem selektiven Schmelzen der einzelnen Schichten. Für die Bauteilherstellung werden diese Schritte kontinuierlich wiederholt. Währenddessen prüfe ich den Zustand der Maschine. Bevor ich die hergestellten Bauteile entnehmen und überprüfen kann, werde ich diese nun vom nicht aufgeschmolzenen Metallpulver befreien. Bei der Prüfung achte ich besonders auf eine Fehlerfreiheit der Bauteile sowie den Oberflächenzustand. Mit dem übrigen Metallpulver kann ich direkt neue Bauteile herstellen, denn was nicht genutzt wurde, kann mehrmals wiederverwendet werden.